Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Januar 2017. Ich bin Antonia Langsdorf und als eure Astrologin möchte ich euch durch die Konstellationen des Monats begleiten. Ja, ihr Lieben, für euch beginnt das Jahr schon sehr schön in der Liebe. Zeigt eurem Schatz ruhig eure romantische Seite und die Löwe-Frauen können sich sogar ruhig ein bisschen hilflos geben, denn das wird dann den Beschützerinstinkt in ihm wecken und er möchte euer persönlicher Held sein. Die Singles sollten nicht aufgeben, denn euer Flirt will womöglich prüfen, ob ihr es ernst meint und hält sich deshalb ein bisschen bedeckt. Ja, kommen wir nun zum Erlebnishintergrund, zu den langfristig wirkenden Planeten für euch. Da ist natürlich erstmal sehr, sehr schön, dass ihr Glücksplanet Jupiter im guten Aspekt zur Löwesonne habt und den Uranus, den aufregenden Uranus, der auch so ein bisschen exzentrisch ist und außerdem noch Vernunftplanet Saturn. Die stehen alle drei hier positiv zur Löwesonne. Und das bedeutet, dass ihr eigentlich alles habt, was ihr mögt. Ihr habt sowohl Aufregung und auch Überraschungen im Leben, denn das mögen viele Löwen. Ihr habt Spaß und Unterhaltung, ihr könnt euch gut ausdrücken und euch gut darstellen, steht auch gerne im Mittelpunkt. Und außerdem habt ihr auch noch die liebe Gewohnheit, also das, was ihr kennt und euch vertraut ist und das Stabile, ne? Das ist euch ja auch wichtig. Habt ihr also alle drei Einflüsse? Und da diese Planeten in einem engen Aspekt stehen, wirken die auch ungefähr auf die gleichen Geburtstagskinder, nämlich diejenigen, die in etwa zwischen dem 12. und 18. August Geburtstag haben. Also ihr habt alles, Aufregung, guten Austausch, steht gern und häufig im Mittelpunkt und trotzdem ist das, was euch lieb und gewohnt ist, auch da, wenn ihr es braucht. Was will man mehr? Genau, also insgesamt sehr gute Aspekte. Was ein bisschen raussticht, ist allerdings das Quadrat zu Lilith. Die steht im Skorpion, hier im Haus der Familie. Die kann manche Löwen so ein bisschen plagen, jetzt auch je nachdem, wo sie natürlich dann im individuellen Horoskop steht. Und das kann hier im Familienhaus zum Beispiel andeuten, dass es da vielleicht ein schwarzes Schaf gibt oder auch, weil es ja die Göttin der wilden Weiblichkeit ist. Vielleicht habt ihr auch eine Teenager-Tochter, die schwierig ist im Moment, ne, wo es, oder jemand hat eine ganz wilde Freundin. Also weibliche Figuren, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen, könnten euch da etwas in Atem halten. Und das spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 16. bis 23. August. Ja, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Dann gehen wir den Monat ein bisschen durch mit euren Top-Tagen und fangen an mit dem Neumond. Der war ja schon am 29. und gibt so ein bisschen das Thema vor. Der steht nun bei euch im Haus der Arbeit, des Jobs und auch der Gesundheit. Also Themen rund um diese Themen könnt ihr euch überlegen, was ihr in den nächsten 4 Wochen erreichen wollt. Wollt ihr zum Beispiel irgendeine schlechte Angewohnheit aufgeben und irgendwas Gesünderes machen? Dafür stehen die Sterne gut. Es kann auch sein, dass bei euch im Arbeitsumfeld größere Veränderungen anstehen. Da habt ihr ja längerfristig den Pluto stehen. Das ist für viele Löwen wirklich auch nicht einfach. Und insofern könnt ihr dann den Neumond auch nutzen, darüber nachzudenken, was ihr da vielleicht dran tun könnt und tun wollt. Genau, aber das ist ja jetzt ein Liebeshoroskop, deswegen gehen wir da jetzt nicht so tiefer drauf ein. So, am 3.1. wechselt ja die Venus in die Fische und das spielt sich dann für die Löwen im 8. Haus ab. Das heißt also, das ist interessant für diejenigen, die schon in einer länger bestehenden Beziehung sind, wo man eben auch schon wirklich gemeinsame Werte hat. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Konstellation, also sehr liebevoll, mit viel Hinwendung und Feingefühl, also sehr romantisch auch, ne, für die fest liierten Löwen und das den ganzen Monat über. Also das ist wirklich nicht schlecht für euch. Dann haben wir einen Top-Tag für euch am 5.1. Da steht nämlich der Mond im Widder, aktiviert hier, 5. und 6. eigentlich, genau, und aktiviert diese prickelnde Konstellation hier. Und damit gleichzeitig diese ganze Konstellation, die auf eure Sonne günstig wirkt. Also das ist vielleicht ein Tag, wo was Neues passiert, was Aufregendes oder wo Singles vielleicht jemand Neues treffen, vielleicht auch jemand aus dem fremden Kulturkreis. Sehr prickelnde Momente am 5. und 6.1. Ja, dann haben wir ja den Vollmond am 12.
Also vorher ist am 10. auch noch mal eine gute Mondstellung für euch Löwen, nämlich da steht er hier in den Zwillingen und bildet dann hier diese interessante Konstellation, die also für euch einfach durchweg günstig steht. Das heißt, ihr habt dann vielleicht sogar innere Spannungen, aber nach außen macht ihr da richtig was Gutes draus. Steht im Haus der Freundschaft, vielleicht seid ihr dann auch für gute Freunde da, ne? Das kann auch sein, dass das auch ganz wichtig wird. Genau, so, und dann ist ja der Vollmond am 12. Fällt jetzt für euch auch wieder auf den Bereich Arbeit, Gesundheit und Heilung. Vielleicht bekommt ihr da auch eine Inspiration aus dem Verborgenen oder von der inneren Stimme, wie es da für euch weitergehen kann. Auf jeden Fall hat das jetzt auch was mit eurer Situation, vielleicht am Arbeitsplatz oder mit eurer gesundheitlichen Situation zu tun. Da müsst ihr mal schauen. Aber da könnt ihr auch mit guten Ideen damit und neuen Impulsen damit rechnen, dass euch darauf was Gutes zu einfällt, weil das Ganze steht ja gleichzeitig auch im günstigen Aspekt zu den Planeten, die sowieso gut für euch stehen. Also Ideen, neue Ideen, dass euch wirklich was einfällt, wie ihr ein Problem lösen könnt, sind dann sehr begünstigt. Also falls ihr in der Vollmondnacht nicht schlafen könnt, dann tauscht euch aus oder denkt einfach selber über sowas nach und da kommen euch bestimmt ein paar gute Ideen. Genau. So, 13. und 14. ist auch wieder Top-Tage für euch. Da haben wir nämlich den Mond im Löwen und der aktiviert dann auch wieder hier diese gute Konstellation für euch. Also auch wieder schöne Zeiten. Und das ist ja Freitag und Samstag. Also da empfehle ich euch irgendwie zu feiern, auszugehen und euch so ein bisschen dem Entertainment und dem Vergnügen hinzugeben. Natürlich auch immer im Hinterkopf haben, dass man da ja auch vielleicht nette Leute kennenlernen kann. Ja, dann eine super Phase beginnt dann für euch ab dem 19., wenn die Sonne in den Wassermann geht. Ist ja dieses Jahr schon am 19. um 22:23 Uhr. Und damit bei euch ins siebte Haus, also ins Partnerhaus. Das heißt, dann, danach ist einen ganzen Monat das Thema Partnerschaft und Begegnungen bei euch schön aktiviert. Und das Ganze gleichzeitig eben auch wieder in positiven Aspekten zu den anderen Konstellationen, die auch gut für euch stehen. Und dann am 23. kommt dann auch noch mal der Mond dazu und aktiviert das Ganze. 23. und 24. sogar günstig für euch. Und das ist vielleicht eine Zeit, wo ihr auch noch mal Spaß habt, entweder im Bett oder mit einer neuen Affäre oder indem ihr was Kreatives tut. Und dann haben wir halt den Neumond an dem Wochenende, 28. und 29. Das sind Top-Tage für euch, denn da ist der Mond auch im Wassermann, aktiviert die Begegnungen. Neumond, das bedeutet, das ist dann ein Monat, wo ihr euch ganz euren Beziehungen und Begegnungen widmen solltet und auch wirklich mal drüber nachdenken zum Neumond, was soll sich da ändern oder was läuft gut und wo will ich dahin, wenn ihr Single seid, dass ihr vielleicht drüber nachdenkt, was für eine Art Partner ihr euch wünscht. Und dass sich dann da was tut im nächsten Monat. Und das ist sehr wahrscheinlich, dass sich da was tun wird, weil wir haben dann halt fantastische Konstellationen für euch. Der Mars geht in einen günstigen Aspekt zur Löwesonne und kurze Zeit später auch die Venus dann den ganzen Februar über. Weshalb ich glaube, dass ihr da sehr viel Spaß haben werdet und einen tollen Liebesmonat dann im Februar auch haben werdet. Noch besser als im Januar. Und sicherlich euch auf schöne Überraschungen rund um den Valentinstag freuen dürft. Genau. Und falls jemand von euch dabei ist, der sich dafür interessiert, Ende Januar am 28. beginnt mein neuer Kurs Liebe und Partnerschaft im Horoskop. Dazu wird es ein kostenloses Infowebinar geben. Das findet am 28. Dezember statt und ist dann auch als Video abrufbar. Falls euch das also interessiert, könnt ihr da ja mal reinschauen und die Verlinkung findet ihr dann hier im Video. Und ich verlose diesmal unter allen meinen Abonnenten eine 15-minütige Kurzberatung. Also, falls noch nicht geschehen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Und ihr könnt natürlich auch für euch selbst eine Beratung buchen, eine lange Beratung oder eben auch kurz anrufen auf meiner Hotline vom Festnetz aus für 2,99 die Minute. Und da ruft ihr mich bitte vorher auf meinem Kundentelefon an, also zum ganz normalen Festnetztarif, um zu gucken, ob ich da bin und Zeit habe, und dann können wir uns eben, dann bekommt ihr die Hotline-Nummer von mir, dann können wir uns da kurz unterhalten. Ist vielleicht auch noch mal eine Idee. Ja, falls ihr ein Partnerhoroskop braucht oder jemand Tolles kennengelernt habt, könnte ja sein bei den Konstellationen. Ja, meine Lieben, damit entlasse ich euch in den Januar und wünsche euch alles Gute mit den Sternen.